Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Wars Outlaws. Wir sind wieder am Start und wir... Weißt du, mein Leben ändert sich gerade. Endlich wird mein Talent erkannt. Ich habe sogar eine Partnerin, die sich voll auf mich verlässt. Das ist doch schön. Ich habe immer gesagt, ich kann alles reparieren. Alles. Ich bin nur deshalb noch nicht durchgestartet, weil ich immer für die falschen Aufträge angeheuert werde. Verstehst du? Schrott sammeln. Wachdienst? Nein, nein. Das ist nichts für mich. Ich stehe auf Motoren und Schmiermittel. Weißt, was ich meine? Ja, klar, klar. Ja, sind natürlich die anderen daran schuld, ne? Natürlich, natürlich. Wir haben in der letzten Folge, wollten wir die Hauptmission weitermachen. Ich habe das nicht so ganz gepeilt, dass das die Hauptquest ist und das hier sind Nebenmissionen. Und jetzt machen wir, in dieser Folge endlich mal die Hauptquest weiter. Wir müssen zu einem Mechaniker und ich glaube, das ist sogar er hier, ne? Kann das sein? Moin. Ich hab's dir gesagt. Motz deinen Gleiter auf, dann reden wir. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich kann alles reparieren. Ach nee, jetzt fängt er schon wieder damit an. Okay, wir müssen einen Mechaniker finden, der unseren Gleiter reparieren kann. Die Frage ist natürlich, wo finden wir den denn? Machst du Gleiter? Nee, du machst irgendwas anderes, ich sehe schon. Okay, lass uns mal gerade ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier vorne? Hier ist nichts, irgendwas mit Essen. Wo finden wir denn hier einen Gleitermechaniker? Vielleicht hier? Das. Nee, wobei, das sieht mir fast nach Gleiterteilen aus, aber das ist es nicht. Hier auch nicht. Und das ist einfach nur. Sieh für Hinweise im Fähigkeitenmenü nach. Ah, okay, okay. Huch, falscher Knopf. Moment. Fähigkeiten. Die Hackerin, der Mechaniker. Der Barkeeper im Imbiss von Yauntas Hoffnung kennt jemanden, der einen Gleiter mit Schubkomponenten ausstatten. Auf der Karte anzeigen. Folgen. Da wollen wir hin. 2,7 Kilometer. Hä, das heißt, wir müssen wieder nach Yauntas Hoffnung, oder was? Ich dachte, das wäre hier auf dem Markt. Ja, fantastisch. Okay, warte. Einmal nach Yauntas Hoffnung. Okay, let's go. Oder wir müssen doch da hin. Ja, okay, wir müssen hier hin. Alles klar. Na, dann machen wir das doch direkt mal. Einmal Schnellreise und gib ihm. Juhu! So, und dann müssen wir einmal nach da vorne. Das machen wir dann einfach mal. Aber waren wir in der Bahn nicht gestern auch gewesen? Und dann hat das Ganze irgendwie zu dieser Nebenmission geführt? Wie war das? Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir auch einfach einen übersehen, mit dem wir nicht gequatscht haben. Das würde mich bei mir selber nicht wundern. So, der Barkeeper, das ist er hier. Moin, Digga. Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist das so offensichtlich? Selo Rovak ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Alter, die Zähne. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Ich hoffe, Selos Leute, ich hoffe, dass der privat versichert ist und nicht auf gesetzliche Krankenkasse zum Zahnarzt geht, weil das wäre anderen gegenüber sehr unfair. So. Okay, pass auf, wir reisen dahin. Wir brauchen unseren Gleiter. Ach, hier. Wer bist jetzt du? Kannst du bitte gehen? Das ist mein Gleiter. Bist du bereit? Ja, wer ist er? Ach so. Oh, Lord, ich dachte, der sitzt auf meinem Gleiter. Was? Ich dachte, der sitzt auf meinem Gleiter. Das geht. Oh Gott. Oh, nun. Okay, komm. Wir hauen schnell ab. Es ist alles ganz peinlich heute. Alles ganz peinlich und ganz fürchterlich. Aber wir haben mal gelacht. Das ist ja die Hauptsache. Lachen ist wichtig und Lachen ist gesund. So, jetzt müssen wir zu diesem Kadua-Dorf, Mirogana-Tal. Bin ich ja mal sehr gespannt. Da warten bestimmt wieder ganz nette Leute auf uns, die uns bestimmt total gut leiden können. Wie überall hier. Uah. Holy shit.
So, wir sind im Pike-Territorium. Die mögen uns natürlich nicht so gerne. Ah, ja, siehst du? Wir haben direkt Action hinter uns. Gucken wir hier vielleicht. Ah, da unten, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh, Junge. Oh. Hallo. Wir müssen noch weiter weg. Das war falsch. Hoffentlich ist diese Mechanikerin hier irgendwo. Oh, Windfischen. Das muss Kadur sein. Alter. Uns kriegen die nie, ha, Kumpel? Junge, 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 Junge. Stallos. Okay, hier ist irgendwo ein Fragezeichen. Ich glaube, das ist oben wahrscheinlich. Aber wir sollen ja hier in das Dorf reingehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendjemanden finden. Dürfen... Oh, leck mich doch. Sorry, ich drücke immer den falschen Knopf. Es tut mir echt, tut mir mega leid. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Was willst du denn hier machen? Okay, das bringt leider nicht viel. Ich würde fast tippen hier in dem Haus. Mein Controller vibriert. Aber hier kommen wir auch nicht rein. Hä? Hier ist ja gar niemand. Seelos-Leute, die wurden doch bestimmt entführt oder irgendwas. Das hier sind nicht Seelos-Leute. Kann ich mir nicht vorstellen. Hallo. Oh, ich oh, warte mal, hier ist noch jemand. Ah, hier. Hallo. Hey, das hier ist Kadur, oder? Kann sein. Was macht eine Außenweltlerin wie du hier? Ich suche nach Seelo Rovak. Warum? Das Imperium? Nein, nein. Es heißt, sie kann meinen Gleiter aufmotzen. Sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Dass du sie immer noch deckst, nach allem, was sie getan hat. Dann sag ich's dir. Sie wohnt bei den Klippen, bei Yauntas Hoffnung. Alles klar. Yauntas Hoffnung. Okay, das war's. Einfach so? Die Luftspiegelung. Okay, pass auf, dann werden wir das jetzt aber folgendermaßen machen. Wir porten uns jetzt zu Yauntas Hoffnung. Aber wobei, es lohnt fast gar nicht, ne? Wir können da auch so mit dem Schiff... Na, wobei doch, lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Hey, ich glaube, wir können da auch so hinfahren. Ich glaube, der Weg ist der gleiche. Genug gelaufen, Nips? Let's go. Gehen wir mal hier zwischendurch. Können wir uns mal die Map ein bisschen angucken. Ist ja doch eine ganz hübsche Open World hier. Wie gesagt, man kann hier jede Menge Sachen bestimmt noch entdecken und so abseits von dem ganzen Hauptstory-Krams machen. Aber das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Hauptstory. Das wird auf jeden Fall kein 100% Run, also wer das erwartet, nope. Wie kann ich da Nein sagen? Ich finde das Piratenlager. Okay, wir könnten jetzt hier so eine Überfallquest auf jeden Fall machen. Das ist hier links, glaube ich. Oder ist das schon die Hauptmission? Ist das... Oder kommt ein imperiales Schiff? Lass es mal durchziehen. Habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Bock drauf. Ja, wahrscheinlich hätten wir doch da vorne reingemusst, ne? Kann das sein? Ich glaube, wir müssen da vorne rein. Ja, das war dumm. Ich dachte aber, wir müssen da rein, aber scheinbar können wir irgendwo seitlich hochklettern. Vielleicht sollten wir uns nicht mit denen anlegen, vor allem nicht so einfach drauf, weißt du? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir kümmern uns mal um die Hauptmission, komm. Warte mal, ich wechsle mal gerade. So, okay, perfekt. So. Vorfahrt genommen, Digga.
Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Aber wie ist die Frage? Dann muss es wahrscheinlich irgendeinen Platz geben, irgendeinen Ort geben, wo man hoch kann. Hier ist es bestimmt nicht. Vielleicht doch hier. Oh, fuck. Ach, die mögen uns auch nicht. Ah, wunderbar. Okay. Das hat aber ganz gut geklappt eigentlich, ne? Eigentlich hat das ganz gut funktioniert. Ob wir jetzt hier richtig sind, weiß ich allerdings nicht. Ja, ihr habt niemanden. Was ist mit euch? Wir müssen irgendwie da nach oben, aber wie kommen wir da hoch? Wir entfernen uns gerade vom Missionsziel. Also ja, hier war ja halt auch nicht ganz richtig, ne? Denn? Ah, vielleicht wäre es doch ganz sinnvoll wieder nach oben. Wir hätten gar nicht unten durch das Tal gehen dürfen, sondern wir müssen oben lang. Pass mal auf, dann gehen wir doch mal nach Jontas Hoffnung. Wir werden gerade gesucht. Okay, wir müssen kurz warten, bis sie uns nicht mehr suchen. Wie sind sie losgeworden? Was ist das schön hier? Guck mal. Ja, das tat weh. Okay, jetzt werden wir aber gleich wenigstens nicht mehr gesucht. Das ist schon mal gut. Warum wir allerdings jetzt hier gerade runtergefallen sind, weiß ich auch nicht so genau. Okay, pass auf. Können wir eben ganz kurz einmal Neustart? Boah, ist ja eine Katastrophe heute schon wieder, ne? Holy shit. So, jetzt können wir schnell reisen. Mein Gott. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich für diese katastrophale Leistung. Halt dich fest, Nix. So, jetzt sind wir nämlich oben. Guck, perfekt. Mal gucken, ob wir hier irgendwo nach unten kommen. Na, hier wahrscheinlich. Zack. So. Und dann fahren wir hier einmal oben lang. Dann sind wir nämlich schon oben auf diesem Plateau. Dann müssen wir auch easy zu ihr hinkommen. Crazy. So. Moin. Perfekt. Und dann einmal hier durch. Und da vorne, wo das Feuerchen ist, da wohnt die wahrscheinlich. Das kann manchmal so einfach sein, ne? Naja. So. So, da sind wir doch. Guck mal. Moin, moin. Jetzt hoffen wir natürlich auch, dass sie zu Hause ist, ne? Hallöche. Ah, da ist sie doch. Guck mal. Hallo. Bist du Selo? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Oh, tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Kick brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Magnetstörer. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Neue Quest, der Mechaniker. Augen aufs Ziel? Huch. Schließe deine erste Infokette ab. Geil. Oh, Erfolge. Ich liebe Erfolge. Ich liebe Xbox Achievements. Voll geil. Das ist so ein satisfying Gefühl, wenn da unten dieses Dingens aufplömmt, ne? Oh, ich habe das schon bei Xbox 360 immer so geliebt, einfach. Wir müssen mal einen Zahn ziehen. Voll geil. Okay, wo müssen wir hin? Diesmal vorher mal abchecken, bevor ich jetzt hier gleich wieder mit irgendwas anfange. Hier vorne. Okay. Dann bleiben wir auf jeden Fall hier auf der Spur. Und fahren einfach mal in diese Richtung. Geröllwald hört sich auch geil an. Aber da werden auf jeden Fall ein paar Gegner auf uns warten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen schleichen müssen. Was wahrscheinlich wieder überhaupt nicht funktionieren wird. Da bin ich mir fast schon sicher. Oh Gott.
Habe ich ja ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Moin. Okay, links ist irgendwo ein Fragezeichen. Was ist hier? Schmugglertor. Ich lass mich zu leicht ablenken. Ich habe aber hier gerade jemanden gehört, ne? Oh, da liegt was, guck mal. Transparistahl. Ich habe doch hier aber gerade jemanden gehört, oder war das irgendwas anderes? Schmugglertor, okay. Warte mal, wo geht denn die Stromleitung hin? Hier, 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 dann hier rüber. Ah, warte mal, hier oben lang? Da geht die lang. Warte mal, einmal den hier. Perfekt. Supergeil. Das ist natürlich jetzt frech, ne? Das ist natürlich jetzt richtig frech. Sag mal. Das Ding ist, ich hoffe, wir kommen da halt auch wieder raus, ne? Ah ja, da ist wieder so ein Ding. Okay, perfekt. Super nice. Gefälschte ID-Chips, immer gut. Behälter öffnen. Hä, wir haben jetzt ein Nix-Accessoire bekommen? Wow. Dafür... Na, egal. Egal, immerhin haben wir mal was gemacht. Abseits von der Story. Ist schon okay. Ist schon okay. Gut, gut. Dann wollen wir mal gucken. Da unten ist der Geröllwald. Da vorne, ich sehe schon, wo wir hin müssen. Das ist auf jeden Fall dieses riesige Triebwerktor, was die gemeint hat. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie öffnen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden, denke ich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sollten wir nicht runterspringen. Das könnte ein bisschen wehtun, gell? Da müssen wir nochmal schauen. Brich hier die Windanlage ein. Naja. Sicher. Sicher-Mischer. Da wollen wir mal gucken. Ich weiß halt nicht, ob das so einfach funktioniert. Hey, Selo, wie benutze ich diese Magnetstörer? Bring sie einfach am Verteiler bei der Turbine an. Ah, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Oh, und sie sind nicht geladen. Die halten vielleicht nicht lange. Okay, können wir hier irgendwie nach oben? Ich würde gerne erstmal abchecken, ob hier irgendwo irgendwas ist. Ob wir hier Besuch haben. Ob hier irgendjemand uns auf die Fresse hauen will. Aber ich glaube, hier sieht es erstmal ganz gut aus, ne? Jetzt natürlich die spannende Frage. Verteiler? Ach, hier unten. Ah, hier. Super. Das war's. Ha. Los geht's, Nix. Okay, wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht lange halten. Finde einen atmosphärischen Beschleuniger. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay, mal schnell reinlaufen, dass wir aus diesem Windkanal draußen sind. Ja, wir können ja unseren Gleiter rufen. Ach so. Ja, perfekt. Ja, das ist ja noch einfacher dann. Versperrt. Das sollte kein Problem für dich sein. Ich meine, du bist ja ziemlich gut in sowas. Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich habe nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, hier mit dem Gleiter rumzudüsen, weil man da doch schon relativ schnell unterwegs ist und ich möchte nicht irgendwie in so einen imperialen Hinterhalt reingeraten. Weißt du, was ich meine? Deswegen laufe ich hier gerade mal ein bisschen. Ich weiß, das ist vielleicht Zeitverschwendung oder so. Wahrscheinlich könnte man das viel einfacher... Ach komm, ich rufe den Gleiter, scheiß drauf. So nix. Es geht los. Wir ballern einfach durch hier, komm. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Ja, einfach ein bisschen langsamer. Ein bisschen dosierter mit dem Ding umgehen. Und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Ah ja, guck mal hier.
Hier sollten wir jetzt wahrscheinlich absteigen. Gehe ich mal von aus. Ach, ein paar mehr Magnetstörer wären nicht schlecht gewesen. What the fuck, Alter, was ist das hier? Holy shit. Was für eine kranke Anlage haben die denn hier bitte reingebastelt? Okay, Nix, pass mal auf. Kannst du da drüben ausschalten? Drück auf den Knopf, Nix. Du bist ein fantastischer Boy. Was für ein Ehrenmann. Nix ist der Beste. Der kann zwar sonst nix, aber... oh Gott. Lustig. Sehr lustig auf jeden Fall. Sehr lustig. So, mal nach oben. Und wieder mal sind wir in irgendwelchen Schächten unterwegs. Beste Leben. Beste Leben. Okay, dann mal... Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Oh Gott. Okay, auf gar keinen Fall runterfallen wäre gut. Das ist aber jetzt ein bisschen ungeil, ne? Na komm schon, geh an. Ich weiß, dass du angehst, wenn ich jetzt hier weiterlaufe. Naja. Schon klar. Okay, pass auf, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier geht's nach unten. Da müssen wir gleich lang. Die Tür hier geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Nee, geht nicht auf. Okay. Cool, dann gehen wir mal hier runter. Wupp. Au. Müssen wir jetzt eigentlich healen? Nö. Ach du Scheiße. Also wir müssen darüber, glaube ich. Können wir da einfach so rüberjumpen, frage ich mich. Wir müssen es probieren. Definitiv nicht. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich hier dran müssen. Da können wir doch niemals dran springen, hä? Ah, ich sehe schon. Auch nochmal zurück. Hä? Das muss doch aber... Ach, das ist von dem Ding. Warte mal, dann hat das... Dann haben wir doch hier drüben bestimmt auch nochmal irgendwo eins, oder? Da. Geil. Gucken, ob wir es schaffen, direkt darüber zu springen. Yes. Geil, haben wir uns den Weg gespart. Wunderbar. Also ich hoffe, dass wir hier auch hin mussten, ne? Ich glaube aber tatsächlich schon. Ja, ja, doch, genau. Wir müssen hier rüber. Genau, genau, genau. Dann haben wir hier rüber. Zack. Und zack. So, hat's da gerade... War da gerade Wind an dem Ding? Jo, okay, aber so ein bisschen... Ja, genau, das ist so schubweise. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, tatsächlich. Perfekt. Zack. Puh. Hier ist was los. Schnell rein hier. Weil ich ja ganz ehrlich bin, ich würde hier in so einem Ding, ich würde niemals irgendwo in irgendeine Schubdüse reinspringen. Du weißt halt nie... Wann es hier einfach richtig eskaliert. Warte mal, ging's da? Ach, hier können wir was mitnehmen. Perfekt. Genau, genau, genau. Dann können wir nämlich hier vorne noch lang. Zack, einmal hier durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Warum habe ich das Gefühl, dass du das Teil gar nicht brauchst, um meinen Gleiter aufzumotzen? Tja, Standardware hätte es auch getan. Aber dieser Beschleuniger hat deutlich mehr Wumms. Das werden wir sehen. Okay, wie zur Hölle haben die das hier gebaut? Das ist ja Wahnsinn. Wie haben die das hier zum... Das ist crazy. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht. Nee. Das ist ja absolut verrückt. Junge, Junge, Junge.
Wie gesagt, es muss ja irgendwann mal irgendjemanden gegeben haben, der gesagt hat, jo, das bauen wir genau so. Absolut verrückt. Okay, pass auf, wir müssen einmal da drauf schießen. Ach, und da drüben wahrscheinlich auch nochmal, ne? So. Oh Gott. Boah. Oh, ein bisschen Dura-Stahl nehmen wir natürlich mit. Ist klar. Müssen wir mal kurz beobachten. Ist hier Action bei dem Ding? Kommt da was? Ja, da kommt auch was. Okay, kurz warten. Ich glaube, dann müssen wir nach oben. Genau, 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 genau. Einmal hier hin. Dann warten wir hier kurz einmal ganz kurz. Ich glaube, diese Klappen gehen auch auf, ne? Okay, nee, die gehen nicht auf. Gut, gut. Okay, schnell hier rüber und wieder festen Boden unter den Füßen. Super. Das einfach nur für einen scheiß Gleiter, Alter? Ist das dein Ernst jetzt? Ich meine, ich mag solche Passagen ja eigentlich ganz gerne, ne? Das gab's auch bei Uncharted immer super oft, fand ich immer total geil. Bei Assassin's Creed früher die... Boah, bei Assassin's Creed 2 und so diese Assassinengräber, ne? Boah, großartig. Großartig. Hab ich immer übelst enjoyed. Muss ich grad nochmal gucken. Au, oh, what? Ach du Scheiße. Ich hasse euch. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Okay, das muss jetzt schnell gehen und sitzen. Mal gucken. Also gut, Max. Da müssen wir wohl durch. Super. Richtig gut. So, die Dinger aktivieren sich bestimmt gleich wieder. Können wir schon mal beobachten kurz, wo wir hin müssen. Also auf jeden Fall darüber. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, jetzt sofort da reinzuspringen, aber es klappt, es klappt, es klappt, es klappt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Boah. Und hier rein in den Schacht. Junge, Junge, Junge. Boah, Alter. Jui. Hier ist was los, du. So. Okay, einmal geht's nach links, einmal geht's nach rechts. Gehen wir erstmal nach links. Da liegen Sachen. Fantastisch. Ist hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Nee, da kann man nicht benutzen. Okay, dann gehen wir in diese Richtung. Und abwärts. Das muss er sein. Alter. Junge, 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 Junge. Aber dass hier niemand ist, der uns aufhalten will, ne? Das wundert mich ja ein bisschen. Kennt man so gar nicht. Okay, das ist nicht gut, glaube ich. Ich hab deinen Beschleuniger. Sieht aus, als würde hier ohne ihn gar nichts mehr funktionieren. Ich hab doch gesagt, das Ding hat Wumms. Und hey, jetzt wo der Wind wieder normal weht, hast du auch deinen Ausweg. Ich dachte, man kann sich da direkt beim nächsten Ding festhalten. Okay. Scheiße. Ich dachte, man kann sich da direkt festhalten. Was soll der Scheiß denn? Ah, toll. Gebrochen, hoffe ich. So. Okay, jetzt müssen wir uns hier aber, glaube ich, ein bisschen beeilen. Nicht, dass die... Boah, geil, wir können jetzt hier mit dem Gleiter durchballern. Holy shit. Können wir da unten noch was mitnehmen eigentlich? Lass mal ganz kurz checken, ob man hier irgendwas looten kann. Wir gehen gleich wieder nach oben. Ach nee, das ist das, wo wir vorhin auch lang gegangen sind. Okay, 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 okay. Wir sind quasi wieder am Anfang. Wie smart einfach. Geil. Okay, let's go. Nix. Halt dich fest. Au. Nix. Alles in Ordnung da hinten? Ist das geil. Boah, ist das cool. Ist das cool, ist das cool, ist das cool.
Okay, wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wo wir hier langfahren. Weil wir haben gesehen, hier gibt es sehr hohe Abgründe. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Naja, wir müssen irgendwie wieder zu ihr nach oben kommen, ne? Da oben, wo es brennt. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen rechts halten. Aber wie cool das bitte gerade aussah, als wir da ausgefahren sind, ne? Oh, shit. So, dann einmal hier hoch. Hä, hey, warte mal. Ah ja, okay. Einmal hier hoch und dann links hoch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game findet. Es gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der es vielleicht auch selber spielt. Ich muss sagen, wie gesagt, bis hierhin, ich enjoy das Game. Ich enjoy dem Game sehr. Es gefällt mir sehr gut, es macht sehr viel Spaß. Ich muss sagen, endlich mal ein Star Wars Open World Game. Und ganz ehrlich, wenn Open World und es ist nicht Rockstar, dann auf jeden Fall die Ubisoft-Formel. Ich weiß, einige verabscheuen die, aber ich finde die super. Ich liebe sie. Und ich weiß, dass sie nicht viele mögen, aber ich mag sie. Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Ah, ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay. Geil. Nächstes sind wir richtig fix unterwegs. Das ist schon besser. Das ist ja der Hammer. Wir ballern jetzt hier einfach richtig geil in den Sonnenuntergang. Wie so ein... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Mein Gleiter ist aufgemotzt. Prima. Treffen wir uns an der Kantine am Marktplatz. Da ist es abgeschiedener als bei Makal. Dort erkläre ich dir alles. Super. Jo, das machen wir. Aber nicht mehr. Temposchub ermöglicht dir einen kurzen Geschwindigkeitsschub. Hä, wie cool. Ja, geil. Nehmen wir mit. Was muss man da machen? Ah, damit wir besser über die Dinger jumpen können. Okay, mega nice. Verbessert den Gleiter mit deinem Temposchub. Drücke X und für einen kurzen Geschwindigkeit. Ja, geil, haben wir geschafft. Wunderbar. Cool, cool, cool. Wir können auch noch andere Sachen freischalten, wie gesagt. Schauen wir mal. Machen wir aber nicht mehr heute, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann fahren wir mal zur Kantine, zu Wacker und schauen mal, was der Schönes für uns als nächstes in der Hauptmission hat. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns morgen wieder. Dann auch wieder pünktlich um 14 Uhr. Sorry für die Verspätung heute. Macht's gut, bis dahin und haut rein.